Einen wunderschönen guten Morgen aus den angenehmen, sonnigen Machmutla. Ich wünsche euch erstmal allen ein super duper Wochenende. Weiß nicht, wie das Wetter ist, hab nicht geschaut, wie das Wetter ist. Hör immer nur in meinen Lives, dass es ziemlich kühl und regnerisch ist, aber ist ja nicht bestimmt in ganz Deutschland. So, wer auswandert, ist selber schuld, oder wer wandert denn schon in die Türkei aus? Dann kommen ganz oft Sachen, wer wandert denn schon in die Türkei aus? Da ist es immer so heiß und schwül. Leute, die Türkei ist schon groß. Das wisst ihr, glaube ich, oder? Also nehmen wir mal Deutschland und Türkei. Deutschland passt in Türkei dreimal rein. Hier gibt es schon Orte mit den vier Jahreszeiten. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Richtig schöner Winter. Antep, Istanbul, oh, Antep ist wirklich, aber Antep ist im Sommer heißer wie hier und da ist auch kein Meer in der Nähe. Also da geht nicht so oft die Brise, aber da schlafen die Leute ganz oft draußen auf dem Balkon und so. Wer wandert denn schon in die Türkei aus? Machen wir jetzt nicht so. Wer wandert denn mal schon nach Alanya, Mersin, Antalya, die Richtung, ne? Nehmen wir jetzt mal so Gazi Pascha. Ich kann jetzt nicht alle an den Küster. Wer wandert denn schon dahin aus? Weil Türkei ist ein Riesenbegriff. Weil dann kommt ja immer, es ist so heiß. Das sind, glaube ich, die, die gerne in einen Wohnkomplex wohnen möchten, weil es ja hier auch so gut wie keinen Winter gibt, mit Sauna, Hammam, Innenpool, Außenpool, meistens noch Spielplätze, Grillplätze, den ganzen Schnickschnack, wo es in Deutschland selten gibt. Bitte berichtet mich, oder wo sich Normalbürger eigentlich so gar nicht leisten könnten, dort zu wohnen, beziehungsweise die Nebenkosten sich leisten können. Also hier genannt Eidat. Ja, weil Hausmeister, glaube ich, wäre ein bisschen teurer. Unser Hausmeister zum Beispiel, der wohnt ja hier im Komplex für Umme, der bekommt seinen Mindestlohn, der ist versichert, der braucht aber auch bei uns, ist nicht in jedem Komplex so, kein Strom und Wasser zu bezahlen. Das wird unter uns aufgeteilt, wir sind 40 Parteien, wir bezahlen in Euro umgerechnet 50 Euro. Wer wandert denn schon, ich sag Alanya, nicht Türkei, aber das gilt für die ganze Türkei, wer wandert denn schon zur Türkei aus? Die, die keine Kisten schleppen wollen, jetzt ihr, hä, Kisten schleppen wollen? Getränkekisten. Leute, habe ich hier noch nicht gesehen. Ich habe hier noch keinem gesehen, der Kisten im Einkaufswagen hat. Ja, und deswegen sagt, glaube ich, sind die Kastenbänder auch hier so, die sind ja hier alle richtig klein, ist euch das mal aufgefallen? Die, die hier wohnen oder ausgewandert sind oder in Ferienwohnungen wohnen. Oder in Autos einladen, deren Kisten, und dann zu Hause wieder hier Fahrstuhl. Ich habe sowas hier noch nie gesehen in Alanya. Jetzt fangen die draußen an zu arbeiten. Da macht ein tolles Fitnessstudio auf mit Hammam und Kosmetik und. Jetzt muss ich ein bisschen lauter reden, weil hier bei YouTube viele verstehen das dann einfach nicht. Na, also, die, die in einer geilen Wohnanlage wohnen wollen, wandern aus. Und die, die keine Kisten schleppen wollen, wandern aus. Ich rede von Alanya. Und dann natürlich noch die, die die Sonne genießen oder die Wärme mögen und den Winter nicht mögen. Die wandern natürlich auch aus. Ich habe mir nämlich ein paar Stichpunkte gemacht. Ach, wisst ihr, wer noch auswandert hier nach Alanya, gilt aber auch für die ganze Türkei. Die, die zu faul sind. Jetzt wie zu faul sind? Die, die zu faul sind, zum Beispiel ihre Kisten zu schleppen oder zu tanken. Leute, zu tanken, hier wird getankt. Ihr müsst nicht ausstehen, außer ihr bezahlt mit Kreditkarte. Na, und dann wird euch noch für Umme meistens, wenn ihr es möchtet, das Fenster geputzt. Find ich, also hier, wie nennt man das? Frontscheibe vom Auto. Wird euch auch noch geputzt. Ein kleines Trinkgeld wäre vielleicht schön, muss man aber nicht. Die machen das freiwillig. Wer wandert noch aus? Leute, die sich nicht so gerne den Schilderwahnsinn geben.
Das ist mir nämlich auch hier aufgefallen. Na klar gibt es hier Straßenschilder. Hier gibt es auch genug Straßenschilder oder andere Schilder. Aber nicht so ein Schilderwahn. Und ich habe, Leute, ich hoffe, ihr versteht mich noch, weil bei YouTube ist ganz oft hier das Problem, die Leute brauchen ein Hörgerät. Also viele Leute brauchen ein Hörgerät, wo ich auf meiner anderen Plattform gar nicht so merke. Ich habe heute früh gelesen, dass, ich meine, wir trinken keinen Alkohol, ne? Dass Fußgänger, die also zu viel Alkohol haben oder zu viel Alkohol getrunken haben, dass denen auch der Führerschein entzogen werden kann, wo ich nur gedacht habe, die laufen doch extra, da macht das ja gar keinen Sinn, dass die laufen, wenn deren Führerschein sowieso weg ist. Oder man darf nur an die rechte Seite gehen und nicht an die linken Straßenseite gehen. Und man, wo ich sage, was sind das denn alles wieder für Regeln? Solche Leute wandern auch aus, denen einfach der Schilderwahnsinn und dieser Regelwahnsinn über den Kopf gewachsen sind. Jetzt, welche Leute wandern auch noch aus? Die Geld haben. Viele, die Geld haben, wandern aus, weil die sich einfach ein schönes Leben, ob jetzt in der Cite oder, okay, Villa ist ein großer Begriff, Villa oder Häuschen leisten möchten, die es sich leisten können. Solche Leute wandern natürlich auch aus, weil die es sich leisten können. Weil hier in der Türkei, das war jetzt ziemlich oft, weil, ne? Weil hier in der Türkei bezahlst du deine Wohnungen oder Häuser nicht 30 Jahre, 40 Jahre oder 20 Jahre. Ab, hier wird es bar bezahlt. Ist so. Ist so. Wer sich hier ein Auto kauft, bar bezahlt. Wer sich hier eine Villa kauft, Wohnung kauft, bar bezahlt. Ihr wisst, ihr könnt ruhig sitzen, ihr braucht da nichts abzubezahlen monatlich. Ihr habt nur euer Strom, euer Wasser, eure Eidat, vielleicht noch eine Haftpflichtversicherung. Die, die auswandern, wissen, ich erwähne es immer wieder, ihr müsst dran denken, dass ihr eure Versicherungen selber nochmal erneuert oder eure Steuern selber bezahlt für die Wohnungen, Auto, was immer. Ne? Und die, die gerne einen elektronischen Fortschritt haben wollen, die wandern auch gerne aus, denn ich bin ja immer noch begeistert von diesem E-Devlet. Wie das für die Steuern heißt, weiß ich gar nicht, aber für die hier Patientenakte, diese elektronische, ich bin davon begeistert, weil, na klar, sind wir gläsernd, aber trotzdem, viele wandern aus. Und selber schuld, dass ich 3 Tage Sonne im Jahr habe, selber schuld, dass man hier gleich morgens freundlich begrüßt wird, selber schuld, dass man sich hier, ja, sagen wir mal, 3-4 Mal in der Woche essen gehen leisten kann, selber schuld, dass man den Strand vor der Tür hat, selber schuld, dass man hier, wenn man hier richtig wohnt, in der Türkei 4 Jahreszeiten hat, selber schuld, das weiß ich gar nicht, woran man selber schuld sein soll. Also da bin ich gerne selber schuld, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin selber gerne dran schuld, dass ich hier nach Alanya ausgewandert bin. Aber nicht vergessen, Türkei ist 3-mal so groß wie Deutschland. Die werden jetzt immer lauter. Ich mache jetzt Schluss für heute. Bis denn, eure Katja. Ciao, ciao.